Willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Oh, hier ist noch ein Koffer. Wir tun ganz kurz die Autos hier leer pumpen. Und dann wollen wir uns ja unseren Geländewagen holen. Kann es da nicht vergessen rauszunehmen. Ich könnte mir allerdings auch so ein Ding hier aufbauen, aber es gefällt mir nicht. So, die sind leer. Und jetzt müssen wir gucken, wo gab es einen Geländewagen? Ich weiß, glaube noch, wo einer stand. Komme ich hier rüber? Ja. Shit. Hier muss ich ja jetzt auf den Bären aufpassen. Stimmt. Scheiße. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Oh, da läuft er. Ich habe ihn gesehen. Da hinten ist er. Über der Piste. So, da hinten sind die Banditen und hier in der Nähe war noch so ein... Da. Gab's hier ein Auto zum Aufbauen? Nee, hier haben wir uns das Auto schon geholt, weil ich das andere festgefahren habe. Scheiße. Und an die Batterie kommt man immer noch nicht ran. Schön. Fuck, jetzt müssen wir... Hier ist noch ein Spawnpunkt. Ach, das war meiner. Ja. Jetzt müssen wir ein Auto finden. Oh, der hat auch noch Benzin drin. Lol, gar nicht abgepumpt. So, ich möchte gern so ein... Ja... Wie soll ich sagen, so ein Geländewagen haben. Allerdings müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir einen finden. Aber ich glaube, war nicht bei... Der Holzfällerei, die da hinten, glaube ich, kommt. Ein Auto, ein Pickup. Ich glaube es zumindest, dass da einer war. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Da steht auf jeden Fall was Rotes. Und das Rote kann man aufbauen. Sehr schön. Da würde ich doch glatt mal sagen. Motor rein. Zündkerzen rein. Batterie rein. Das erste Rad... Das zweite Rad. Ich hoffe, jetzt taucht kein Nebel auf. Scheiße, das ist auf einmal dunkel geworden. Nächstes Rad. Letztes Rad. Und einmal voll machen, bitte.
So, 12 Liter muss erstmal reichen. Wir haben ein neues Auto. Schön. Jetzt müssen wir nur noch den Weg nach Hause finden. Der war hier lang. Und einmal hier in den Wald rein. Oh, nein, 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 nein. Raus, raus. Komm, das kriegst du hin. Scheiße. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das Auto hier raus. Wir haben das Auto rausbekommen. Schön. Oh Mann, nie wieder, ey. Da sieht man mal, dass der Ike im Real Life auch keinen Führerschein hat. Oh, der rennt weg. Das ist gut. So, dann einmal an den vorbei. Und einmal zum Haus. Und... Ihr habt nichts gehört. Ihr habt nichts gehört. Ich will den nur noch richtig einparken. Ja, steht perfekt, kann so bleiben. Du warst leer soweit. Da können wir das hier wieder reinhauen. Und der Rest landet hier drin. Jetzt müssen wir selber erstmal gucken. So, das wäre jetzt komplett voll. Was haben wir hier drin? Da hauen wir das dort mit rein. Die Blätter waren hier. Ja, alles andere müsste dann hier irgendwo sein. Ja, hier das Salz. Da. Die Handschuhe können wir dort damit reinhauen. Ja. Zuckerweize, wo mit drinne? Hier. Zucker dort rein. Wasser bleibt. Brecheisen. Ja gut, das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht wirklich bei mir brauche. Ich weiß halt auch nicht, wo, bis aufs Brecheisen, ich weiß nicht, wo ich das andere Zeug alles ablagern soll. Die Flaschen. Machen wir jetzt hier einfach mit rein. So, dann gucken wir mal nach unserem Wasser hier hinten, ne? Oh. Schau mal einer an. Das heißt, wir werden uns hier doch noch was hinbauen.
Die da, die reichen vollkommen aus. Einmal drehen. Jetzt muss ich gucken, wo es vorne. Da hinten. So. Ich brauche 4 Holz, 4 Eisen und 4 Komponenten. Holz war hier drin. 4 Komponenten, 4 Metallschrott. Läuft, da können wir das Wasser nämlich hier drin erstmal lagern. Ich werde mir hier wohl oder übel noch ein paar hinbauen müssen. Beziehungsweise ich zeichne die auf jeden Fall schon mal an, wo halt Waffen, Munition und sowas reinkommt. Wir versuchen mal so ein. Mal gucken, ob der mehr Stauraum bietet. So, schön bündig abschließen. So, 4 Komponenten und 3 Metallschrott. Und ne, der hat auch nicht wirklich viel mehr Lagerplatz drin. Aber gut. Immerhin neue Schränke für unsere Sachen. Was muss, das muss. Da einer hin und wir bauen noch, ich sag mal, 2 Stück werden wir noch hinsetzen. Die passen nämlich noch hin. So, und noch einer. Jupp. So. Wir brauchen dazu das da, das da. Das heißt, ich muss irgendwann wieder Autos zerkleinern gehen. Das Holz machen wir oben klein. Tür ist zu, denn es wird gleich Nacht. Das da. Hab ich doch. Oh, ich habe keine Säge. Jetzt habe ich eine Säge. Wie lange braucht das jetzt? 1,5 Stunden. Nee, dann schlafen wir erst. Oh nee, keine 24 Stunden. Bin ich bescheuert? 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und ganz schnell das Holz herstellen. Den Durst bekämpfen wir gleich. So. Dann haben wir jetzt Schränke für Waffen, Munition und Werkzeug. Sehr schön. Die Komponenten kommen wieder hier rein. Metallschrott da rein. Holz kommt hier rein. So. Dann das raus, das raus, das raus. Das raus und das raus. Das einmal alles raus.
das so weitestgehend rausholen. So, vorne kommt... Kommen die Waffen jetzt einfach hin. Scheiß drauf. So, Messer. Können wir auch gleich sortieren nach Haltbarkeit. So, und das. Der Basie kommt dort hin. Die Machete kommt dort hin. So, da kommt Munition rein. Hier kommt Werkzeug rein. Axt. Axt. Hammer. Ach, scheiß auf die Haltbarkeit. So, Säge. 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 Brechi. Brechi. So. Bei den Waffen. Haben wir was vergessen? Beim Werkzeug haben wir auch noch was vergessen. Das da, das da und das da. So, Munition kommt hier rein. So, da hinten, was machen wir dort rein? Da machen wir natürlich sowas rein. Also unsere Erze. So, die Getränke können hier raus. Die Lebensmittel können auch erst einmal raus. Warum war da Zucker drin? Zucker gehört doch da rein. Egal. So, hier oben kommen Getränke rein. Daneben kommen die Flaschen. Und unten kommt das Essen rein. Muss ich mir nur merken, dass ich mich nicht jedes Mal verwechseln tue dabei. So, ja, dann kommt hier der Zucker rein, ist mir Latte. So, raus damit. Zucker da rein. Flaschen haben wir gesagt, hier rein. Dann können wir hier die Streichhölzer mit reinhauen und fertig. Ja, was haben wir... Achso, da haben wir ja die Erze drin. Ja. Das ist auch fertig. Hat jetzt noch 3,9 Liter Wasser. Destilliertes drin. Und das war's aber auch schon mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.